Und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit One Piece Grand Battle Charakter Season 8. War es, glaube ich, inzwischen, ne? Weiter geht's. Ich habe nichts geändert am Schwierigkeitsgrad. Wir waren zuletzt mit Zoro am Start. Jetzt ist Nami dran. Und wir fangen natürlich wie immer, obwohl wir können auch mal andersrum machen. Sollen wir mal mit Shanks anfangen? Ansonsten wäre ich so lang gegangen, aber wir können auch mal von unten rum anfangen oder so. Aber ist wurscht. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Wir bleiben erstmal bei Mihawk, Zufall. Und dann muss ich nochmal kurz hier gucken wegen, okay, Specials, alles klar. Mal gucken, was das wird. Ja, One Piece gibt eigentlich nur eine Info, die ich jetzt mitbekommen habe, die mich aber jetzt nicht so wirklich interessiert. Die neuesten Folgen von One Piece kann man jetzt wohl auch bei Netflix in Originalton gucken. Das sind wohl die neuesten Folgen jetzt irgendwie. Die aktuelle Staffel ist da wohl jetzt gestartet und dann kannst du die halt auf Japanisch gucken mit deutschem Untertitel. Scheint so, als wenn Netflix da schon irgendwie ganz gut Interesse dran hat, die One Piece Marke weiterhin irgendwie auszubauen. Nachdem sie ja ein Remake des klassischen Anime angekündigt haben und auch eine zweite Staffel, glaube ich, soweit ich weiß, zumindest bestätigt ist von der Realverfilmungsserie. Na. Ja, ich muss weiterhin bei Cyberpunk noch irgendwie bei dem Anime zu Cyberpunk immer noch irgendwie so 2-3 Folgen gucken. Und habe jetzt aber zuletzt den Film, diesen deutschen, ich glaube ein deutscher Film müsste das, ja eigentlich ein deutscher Film, nur noch 60 Sekunden ist ein anderer Film, der ist aber auch gut, 60 Minuten, 60 Minutes von Netflix geguckt. Der geht knappe 90 Minuten und der macht schon ganz gut Bock. Also ich habe 4 von 5 Sternen gegeben, weil das echt ganz nice gemacht ist. So, ich sag mal die Light-Version von John Wick, ne, oder The Raid oder sowas. Aber für deutsche Verhältnisse und so war das echt nicht verkehrt. Das hat schon ganz gute Laune gemacht, das Ding. Da können sie gerne nochmal einen zweiten von machen. Also wie die sich da durch den Film da teilweise kloppen, ist schon nice. Aber man merkt im Film halt auch ein bisschen an, dass das irgendwie deutsche Produktion ist, trotzdem. Und den Schauspieler kannte ich auch von Kalte Füße, den habe ich damals mal im Kino geguckt. Also das ist auch ein deutscher Film und der ist auch ganz nett gemacht gewesen. Also der war auch ganz niedlich. Und wenn du ihn da gesehen hast, der ist nur von 2018 der Film, und wenn du ihn jetzt siehst, wie der jetzt aussieht, dann merkst du, dass der trainiert hat die letzten paar Jahre. Ja. Ganz cooler Film, ne? Und an dieser Stelle eine kleine Empfehlung von mir. Allerdings halt kein Anime, ne? Ja, und gar nicht, war noch irgendwas groß? Eigentlich nicht. Eigentlich habe ich jetzt so Thema Anime oder Serien oder so gar nicht groß was auf dem Schirm, ne? Also wir haben jetzt natürlich noch die ganzen Games, die wir jetzt angezockt hatten. Prince of Persia ist ja rausgekommen. Und The Last of Us. Ich find's immer wieder interessant, wie The Last of Us Part 2 Remastered. The Last of Us kommt auf meinem Kanal so gar nicht an. Das juckt halt keinen. Okay, es ist natürlich jetzt ein Remastered gewesen. Wir haben das Ding schon mal angezockt. Aber The Last of Us ist so ein Thema, obwohl es ein schönes Spiel ist. Na, also wie gesagt, ich zocke da privat aktuell den ersten Teil nochmal durch, um dann direkt den zweiten hinterher zu zocken. Und die Serie war ja, die haben wir ja letztes Jahr auch so ein bisschen Watchparty-mäßig sind wir da ja auch reingegangen. Und die Serie ist halt stark. Die Serie ist einfach sehr, sehr stark und da soll ja auch eine zweite Staffel von kommen und da muss man vorher auf jeden Fall nochmal die Games durchzocken. Ne? Aber keine Sorge, es kommt kein Let's Play zu The Last of Us. Zumal wir die Remaster-Version vom ersten Teil damals ja, glaube ich, schon gezockt hatten. Also sogar durchgezockt hatten. Auf dem Kanal.
aber offensichtlich kein Interesse, ne? Mir ist aufgefallen, es geht sowieso eher so in Richtung Retro-Games auf dem Kanal und du, wenn ihr Lust habt, ne, können wir gerne in dieser Retro-Schiene bleiben. Ich werde natürlich trotzdem hin und wieder mal ein paar neuere Games anzocken, einfach weil sie mich auch interessieren, ne. Zum Beispiel wird auch, ich weiß nicht, ob es diese Woche, ob das schon online ist oder ob das erst noch kommt, aber aus eurer Sicht jetzt bei Tekken 8 werde ich noch auf jeden Fall anzocken, beziehungsweise dazu wollten wir dann wahrscheinlich auch nochmal eine Fighter-Season machen, wie wir es auch zu den anderen Tekken-Teilen gemacht haben. Warte mal. Shit. Hatte gehofft, dass er dann irgendwie angreifen würde. Ja, toll. Wow, da haben wir Glück gehabt. Bei Verteidigung verliert immer Verteidigung, ne? Wenn Angriff und Verteidigung auf Special gehen. Ja, und Suicide Squad wird auch kommen und... Also höchstwahrscheinlich kommen, ne? Kann ja sein, dass das Spiel mir nicht zusagt. Und dann sind wir auch... Ja. Mario-mäßig und so unterwegs. Und ich hatte auch... In dem Pokémon-Let's Play schon erwähnt, dass ich in meine Konsolen so ein bisschen reingegangen bin. Ich hatte bei meiner Mutter noch zwei Konsolen von mir liegen, die habe ich geholt und mal getestet. Aber es war, wie ich es befürchtet hatte. Die PlayStation 2 greift keine PlayStation 2-Spiele mehr ab. Muss ich mal gucken, was ich da noch irgendwie mir einfallen lasse. Ob man das irgendwie repariert kriegt oder... ob ich mir vielleicht nochmal eine neue PlayStation 2 hole. Also, gebrauchte. Ey, das ist natürlich fies. Weil ich habe halt einen Haufen PlayStation 2 Games und die würde ich auch ganz gerne nochmal anzocken. Unter anderem auch ein geiles Game von One Piece. Was ich damals zumindest sehr geil fand. Boom, toll. Verdammt, er greift mich wirklich nicht an, ne? Hat er keinen Bock drauf. Wo will er hin? Ja, er kommt auch nicht hoch. Fies. Toll. Dann hole ich einfach das nächste Schwert und dann ist das Thema auch durch. So, und... die zweite Konsole war tatsächlich eine Sega. Ein Sega Master System 2. Und das funktioniert leider auch nicht mehr. Also jedenfalls habe ich es nicht hingekriegt. Kann natürlich immer noch sein, dass da irgendwie Stromkabel oder so... im Arsch ist, das habe ich ja auch bei meiner PlayStation 1 gedacht, dass das Stromkabel da nicht hinhaut. Habe ich mir ein Ersatzstromkabel geholt. Nee. Das ist tatsächlich irgendwas in der Buchse da. Dass das nicht richtig hinhaut, dass da ein Wackelkontakt drin ist. Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, weil die PlayStation 1 Spiele kriegst du ja über eine PlayStation 2 oder, wie wir es gerade machen, über die PlayStation 3 zum Laufen. Naja. Schauen wir mal, ne? Aber was funktioniert, ist die GameCube. Also es werden auch Spiele von der GameCube dann wahrscheinlich die Tage mal angezockt, ne? Und dann irgendwann gucken wir mal, was die Zukunft so bringt in Richtung Switch 2 oder PlayStation 5 Pro. Aber das ist halt Zukunftsmusik und das kostet ja auch alles noch auf dem Arsch und so. Ne? Mal gucken. Das ist jedenfalls das, was ich so aktuell... ja, treibe und gucke, ob ich das für den Kanal irgendwie alles so organisiert kriege. Weil man ja doch gemerkt hat, wir sind aktuell. Ich find's ganz witzig, da kann man ja auch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was so das Thema Abonnenten und so angeht. 666 Abonnenten. Auch eine interessante Zahl, ne? Wir waren schon bei 667 Abonnenten, zweimal sogar, das ist aber immer irgendwie wieder zurück. Da mag wohl einer mich auf dieser Zahl hängen lassen. Aber ich muss sagen, wie das so in den letzten Tagen und Wochen gelaufen ist mit dem Kanal, das finde ich eigentlich ganz niedlich, ganz cool, so. Macht schon Bock. Man merkt jetzt, dass Fußball nicht mehr so wirklich zieht. Das ist aber auch relativ normal. Die Fußball-Games sind immer in der Rückrunde nachher so, nein, doch, so langsam eingebrochen. Während die Retro-Games ganz gut ankommen. Ich habe jetzt eben gerade das Let's Play gestartet zu Hercules. Hercules kam tatsächlich sehr gut an.
Na? Komm, geil. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch den Griff gemacht. Ich habe mehrfach auf hier gedrückt und sie macht den Griff nicht. Naja, und Tarzan haben wir auch online gesetzt. Es sind noch ein paar andere PlayStation 1 Spiele, die ich hier am Start habe, aber die schaffe ich heute nicht mehr aufzunehmen. Ich habe bald auch noch Urlaub, eine Woche. Da ist dann eventuell wieder ein bisschen was möglich. So. Ja, wie gesagt, das ist so das Thema, was aktuell so beim Kanal abgeht. Und ja, eure Gedanken, Fragen und so wie immer gerne in die Kommentare und Tipps und Anregungen oder wenn ihr irgendwelche Games sehen wollt oder sowas, immer gerne. Ja, ich freue mich immer wieder über Kommentare, ich lese mir die auch durch. Es ist aktuell noch in einem Rahmen, sag ich mal, wo man das noch machen kann. Ne? Also wir sind ja hier so eine kleine Gruppe, sag ich mal. Ne? Der eine guckt lieber ein bisschen One Piece, der andere lieber ein bisschen Pokémon, der nächste wieder ein bisschen mehr Harry Potter oder so. Wobei ich glaube, dass Harry Potter am meisten funktioniert. Aber ist kein Problem. Ich mag alle Spiele und kenne alle auch noch aus meiner Jugend. Ne? Manch einer ist ja schon das ein oder andere Jahr älter als ich oder ein bisschen jünger als ich. So würde ich das jetzt zumindest einschätzen. Anhand der Kommentare oder der Spiele, die ihr so gespielt habt, die ich so spiele und ja, deshalb ist das doch alles ganz praktisch, ne? Also ich meine, auf dieser Ebene, auf dieser Retro-Ebene zu bleiben, ist, glaube ich, für mich auch noch am besten, weil die neuesten Games teilweise für mich schon zu überladen sind mit irgendwelchen Features oder wenn es in die Open-World-Richtung geht, ist auch immer schwierig, so. Das war damals bei den PlayStation 1-Games und so immer alles nochmal ein bisschen praktischer. So, damit haben wir Lysop und dann kommt noch Sanji und dann ist der Part auch schon wieder rum. Wir kommen solide durch, würde ich es mal so sagen. Also es ist nicht total schwer, aber auch nicht total leicht so. Ich hoffe auch übrigens, dass es nicht weiter stört, wenn ich nebenbei so viel quassele. Weil ich jetzt natürlich mich nicht so hundertprozentig dadurch auf das Game konzentriere, aber irgendwie bietet sich das an bei diesem Game, weil das nicht so sehr storylastig ist, sag ich mal. In dem Fall. Und ja, wie gesagt, One Piece Games haben wir ja einige. Da mache ich ja auch ganz gerne immer angezockt von diesen ganzen Games, aber das Spiel hier ist tatsächlich das, was am meisten funktioniert von den One Piece Games. Na, also wir hatten ja Pirate Warrior 4 war es, glaube ich, denn dieses Burning Blood oder so. Und irgendwas mit dem Adventure oder so habe ich noch für die PlayStation 2. Mal gucken, wann und wie wir das gebacken kriegen, dass wir das da irgendwie auch endlich mal für den Kanal bringen. Da habe ich nämlich mega Bock drauf. Joa. Achso, und natürlich das Game, was letztes Jahr im Januar habe ich dazu einen Angezug gemacht, ne? Hab wieder vergessen, wie es hieß. Habe ich auch noch nicht durchgespielt. Aber das war natürlich auch sehr cool. Boah, der war nice. Aber er ist halt reingesprungen, ne? Also es war halt mega dumm von ihm. Nein. Nochmal. Yes. Nein. Ah, war das fies, ey. Die sind halt nicht lange genug Da hat er aber Glück gehabt, dass er die nicht irgendwie noch abgekriegt hat. Na, komm her. Ja, natürlich sammelt er das auch instant direkt ein und so. Hey, warte. Ja, leuchte du mal. So, okay. Schönes Ding. Und... Ah, shit. Nochmal. Erstmal ganz locker warten, bis er wieder aufgestanden ist. Bam. Ja, es hat natürlich jetzt auch ganz gut gesessen, ne, was wir hier gebracht haben. Das ist fies. Das ist natürlich mega fies. Weil ja eigentlich sein Schuss schon erledigt war, ne? Eigentlich ist das Thema ja schon Sorry. Kurz auf mein Handy geguckt. Ah, shit, das hat zu lange gedauert.
Na. Ja, er war sowieso nicht in der Nähe, also hätten wir sowieso nicht gepackt. Nein! Wie er das Ding einfach eingefangen hat. Woher wusste er, dass ich werfe? Das gibt's nicht. Ey, auf diesem einen Millimeter lässt du mich jetzt hängen? Ciao. Hau rein, Lysop. Typischer Lysop-Fight, oder? Erst die ganze Zeit irgendwie so halbwegs denn doch nochmal dominieren, ne? Obwohl man dachte, man ist unterlegen. Und dann irgendwie failen. Ne? Das war doch so ein astreiner Fail hier zum Schluss. Aber gut. Letzter Gegner, Sanji. Oh nein. Meine Lieblingsinsel wieder. Wie gesagt, wie ich die am Anfang noch so mochte. Und na gut, ich hasse sie jetzt nicht. Sie ist eigentlich neutral. Aber weiß ich nicht. Manchmal ist sie schon echt ein bisschen nervig, die Insel. Okay. Naja, shit. Das war aber auch fies, ne? In der Luft ist er ja eigentlich in die andere Richtung unterwegs gewesen. Ja, in die andere Richtung. Oh, nein. Ja, komm. Oh. Instant in der Verteidigung drin. Gibt's nicht. Komm her. Seht ihr das immer, wie er in der Luft sich überlegt, ach nö, ich drifte jetzt doch nochmal in die andere Richtung? Komm her. Das geht's nicht. Komm mal. Ey, wie er immer instant dann in der Verteidigung auf einmal drin hängt. Ja, nochmal. Nochmal. Nein. Ah, fies. Das gibt's nicht, ey. Und dann macht er den Move da von oben, war klar. Also bei ihm brauchst du den Verteidigungs-Special nicht machen, weil er kommt immer von oben angesegelt. Und hängt nur in der Verteidigung rum. Guck mal, wie schnell. Yeah. Kacken. Nice, der war ganz gut. Boah. Einfach mal Glück gehabt. Das gibt einfach mal Pech gehabt, würde ich sagen. Hm. Ja. Ah. Ist nicht. Komm her, Sanji. Hm. Wird man hier erstmal wieder schön gepustet. Ja, das wusste ich, dass das zu lange dauert. Ja. Schöne Sache, fall mal erstmal. Ey. Das meine ich, das ist immer so nervig. Wenn er nach links springt, ich spring nach rechts. Er springt nach rechts, ich spring nach links. Ja, no, boah, warum hört sie auf mit ihrem Move? Ich drücke hier die ganze Zeit nur Kreis. Oh, oh, lass mich in Ruhe. Beschieß irgendwen anders. Das gibt's nicht. Nein. Das wird aber hier ein Gehakel gegen ihn, finde ich. Also das ist immer so... Nice. Boah, der war schön. Der hat ganz gut gesessen. Na gut, das soll's erstmal gewesen sein. Das war der erste Part. Mit Nami haben wir das Ding hier gerippt. Es folgen natürlich noch zwei weitere Parts. Wir sind dann wieder genau bei 3. In jedem Part 5 Gegner. Ihr wisst Bescheid. Ich bin fürs Erste raus. Eure Kommentare wie immer gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dann sage ich einfach mal ciao.